Moin Leute, heute habe ich Professor Quaschnik zu Gast. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin und Mitinitiator von Scientists for Future. Also herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ist ja ein toller Kanal, wo ich heute bin. Ja, freut mich, sehr, sehr cool. Ich habe im Vorfeld ein paar Fragen aus der Community geholt. Also ich habe einfach mal gesagt, fragt mal, was ihr wollt. Also es ist ein großes Thema im Moment, die ganze Energiewende. Und da kamen wirklich mehrere hundert Fragen, sodass wir dann halt auch voten mussten. Und das fand ich jetzt total spannend. Und ich habe jetzt so die wichtigsten Fragen aus der Community oder die am meisten Votes haben, einfach genommen. Plus ein paar eigene, weil ich natürlich auch selber viele Fragen habe und auch das total interessant finde, das Thema. Und würde einfach mal so anfangen mit privaten Akkus, also so Akkus für den Hausgebrauch, die quasi so zu Hause bei einem rumstehen. Wie schätzt du die ein? Sind die eher wichtig oder sind die eher nicht so wichtig? Also einfach so der Beitrag für die Energiewende. Wie hoch wird der so schätzungsweise sein? Kann man dazu irgendwie was sagen oder das einschätzen? Es kommt natürlich darauf an, wie viele Speicher wir haben und wie groß die am Ende werden. Also momentan haben wir so eine 500.000 Speicher, die bei Einfamilienhäusern über die Nacht helfen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber natürlich kommen wir damit natürlich bei der Energiewende nicht sonderlich weit. Aber bei den Speichertechnologien, da entwickelt sich momentan sehr viel. Also wir beobachten gerade so mit Interesse, was aus China kommt. Also Kattel entwickelt gerade die Natriumbatterie. Die hat das Potenzial, auch nochmal viel, viel billiger zu werden. Und dann kann man durchaus auch größere Speicher in Einfamilienhäusern einbauen. Und die werden sich natürlich, wenn sie preiswerter werden, auch mehr verbreiten. Und wenn wir dann vielleicht mal über 20 Millionen Speicher reden, dann kann es schon interessant werden. Also wenn wir uns jetzt gerade das Wetter hier im Frühling anschauen, dann haben wir ja momentan eine Wetterlage, wo wir tagsüber im Solarstrom schon fast ertrinken. Also wir hatten schon Tage mit mehr als 100% erneuerbarer Abdeckung tagsüber. Nachts haben wir immer noch eine Lücke, weil da importieren wir derzeit Strom. Und da wäre natürlich das Zukunftskonzept tagsüber die Überschüsse, wenn wir ja die Solarenergie ausbauen, wird das ja mehr werden. Also die Überschüsse in die Batterie dann zwischenspeichern, nachts wieder rausholen und dann können wir zumindest mal im Frühjahr damit einen sehr entscheidenden Beitrag leisten. Natürlich im Winter kommen wir da mit solchen Batteriespeichern nicht sonderlich weit, da reicht die Sonne nicht aus und die Speicherkapazität ist zu klein, da braucht man noch was anderes. Insofern wird es ein Baustein sein, aber durchaus ein interessanter. Ja, das finde ich interessant. Ich war da immer selber ein bisschen pessimistischer, weil die Preise auch einfach so hoch sind. Ich aber immer überrascht bin, dass die Leute die Dinger trotzdem so fleißig kaufen. Wobei, glaube ich, sich das ein bisschen entspannt hat. Also es gibt ja mittlerweile auch viele Hersteller oder mehr und mehr und dann wird, glaube ich, der Preiskampf auch was größer. War zumindest mein Eindruck, aber mal sehen. Also bei den Preisen, da muss ich was tun. Also wenn man ja die Preise sieht, die jetzt im Automobilbereich abgerufen werden und beim Heimspeicher, naja, das ist dann, also wenn ich mir einen großen Heimspeicher kaufe, kriege ich beim Auto noch ein Auto dazu bei der gleichen Speicherkapazität. Und da müssen wir halt einfach gucken, dass da die Preise runtergehen. Also momentan gibt es halt einfach mehr Nachfrage als Angebot, deswegen sind die Preise hoch. Aber wenn jetzt wirklich dann auch neue Technologien wie die Natriumbatterie kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Preise auch runtergehen. Und wenn da so ein Heimspeicher mal 2.000, 3.000 € kostet, dann haben wir ja eine ganz andere Dimension und dann wird es ja auch interessant. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich ja nur bestätigen. Also meiner war ja in dem Preisbereich, weil ich es dann selber gebaut habe. Und also das, da ist mir relativ egal, was ich damit mache. Auch wenn jemand sagt, du musst doch mal die Zyklenfestigkeit, die Dauer irgendwie mit reinberechnen. Also wenn du so gewisse Rechnungen machst, da denke ich halt immer, ja, es geht. Also bei mir ist es halt nicht so schlimm, weil der halt einfach so unglaublich günstig war. Da denkt man nicht mehr so stark darüber nach. Ist aber ein anderes Thema, finde ich jetzt nicht so wichtig. Ja, Natrium-Ionen-Akkus finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Glaubst du, dass es einen sehr, sehr großen Impact haben wird? Also im Automobilbereich, im Hausspeicherbereich. Also ich meine, das ist ja schon eine Wahnsinnstechnologie, die da auf uns zukommt. Schätzt du, so wie ich es verstanden habe, auch ziemlich hoch ein, oder? Ja, also man muss natürlich schauen, momentan gibt es die noch nicht im großen Maßstab und die erste Generation, naja, da wird man noch ein bisschen was lernen müssen. Also jetzt ein Wunder kann man gleich in den nächsten 2 Jahren auch nicht erwarten. Aber das Spannende ist natürlich bei der Lithiumbatterie, da haben wir Lithium und Kupfer vor allen Dingen auch drin. Das sind so zwei Rohstoffe, die bei der Energiewende irgendwann mal knapp werden. Jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren, aber wenn wir mal über 20 Jahre denken, dann sind das schon durchaus kritische Rohstoffe. Und wenn man dann jetzt auf die Natriumbatterie gehen, da haben wir Natrium und Alu. Also da ertrinken wir in Rohstoffen. Da können wir also irgendwo
wirklich alle Häuser voll Batterien stellen und haben überhaupt kein Problem damit. Das heißt, das Rohstoffproblem wäre erstmal gelöst und die Batterie hat natürlich das Potenzial, viel billiger zu werden, weil die Rohstoffe halt auch preiswerter sind. Nachteil ist, momentan ist die Energiedichte nicht so hoch. Also für den Automobilbereich muss man schauen, also gerade wenn es auf hohe Reichweite ankommt oder was weiß ich, für den Handy- oder Laptop-Akku, da würde man sagen, okay, da will ich was haben, was vielleicht ein bisschen mehr Energiedichte, mehr Wumms hat. Aber für den Heimspeicher, da ist ja vollkommen egal, ob der Speicher nun jetzt irgendwie 30% größer ist oder nicht. Also da für stationäre Speicher ist das eine super spannende Technologie und deswegen lassen wir uns mal überraschen, was da so kommt. Aber selbst, also wie ist das eigentlich? Das ist schon eine Frage, die jemand gestellt hat. Und zwar ging es da um saisonale Speicher tatsächlich. Und da hatte derjenige die Frage gestellt, also wären da zum Beispiel Natrium-Ionen-Akkus, wenn die beispielsweise 15 Euro die Kilowattstunde kosten, eine Alternative? Oder sagt man, nee, ich muss trotzdem auf Power-to-Gas oder sowas gehen, weil das halt einfach immer noch zu teuer oder auch zu ineffizient ist oder zu wenig Speicher, dann... Wie ist das irgendwie, also ist das als saisonaler Speicher irgendwann denkbar, wenn es günstig genug ist oder ist das Quatsch? Naja, kann man überlegen, also die 15 Euro pro Kilowattstunde sehe ich nicht, aber greifen wir die doch einfach mal auf, also wie lange hält so ein Batteriespeicher, vielleicht 15, 20 Jahre und wenn ich jetzt einen saisonalen Speicher habe, dann ist es ja die Idee, dass ich den im Sommer befülle und im Winter wieder raushole, also einmal im Jahr belade und entlade im schlimmsten Fall, kann ein paar Mal mehr sein, aber wenn ich jetzt einmal im Jahr den be- und entlade und das Ding kostet 15 Euro pro Kilowattstunde, dann kostet mich halt bei 15 Jahren Lebensdauer die Kilowattstunde 1 Euro. Die gespeichert ist. Also derzeit haben wir noch viel höhere Batteriepreise. Also das heißt, da kann man eher einen Faktor 10 nehmen. Dann sieht man, wie teuer eigentlich dann die saisonale Speicherung mit Batterien ist. Also selbst wenn die Batteriepreise fallen. Und deswegen, Batterien sind dann spannend, wenn ich die mehrmals, also häufig im Jahr be- und entlade. Ne? Dann kann ich halt einfach diese Preise halt, wenn ich die 100-mal be- und entlade, dann teile ich halt die 15 Euro pro Kilowattstunde durch 100 und dann nochmal durch 15 Jahre. Dann ist die gespeicherte Kilowattstunde recht billig. Wenn ich dann natürlich saisonal speichere und nur 2-3 Mal, einmal vielleicht im Jahr den Speicher benutze, dann muss der halt einfach extrem billig sein. Und bei der Gasspeicherung, naja, da sind natürlich die Anlagen relativ teuer, aber der Speicher ist dann schon billig. Das ist ja nur ein Loch im Boden. Ne? Und wenn ich das Loch einfach verdopple oder verdreifache, dann sind die Kosten dann wirklich nicht sehr hoch. Und deswegen gehen wir momentan davon aus, dass diese saisonale Speicherung doch eher über Gas funktionieren wird und die Kurzzeitspeicherung dann über Batterien. Man weiß nicht, was die Batteriespeichertechnologie noch macht. Also wenn man jetzt wirklich dann nochmal Preise vielleicht von 5 oder 10 Euro die Kilowattstunde, was wir momentan nicht sehen, aber wenn das kommen würde, dann kann man natürlich auch über saisonale Speicherung mit Batterien nachdenken. Bei Lithium würden wir sagen, dafür haben wir nicht genug Rohstoffe. Bei Natrium wäre das tendenziell ja durchaus möglich. Also insofern lassen wir uns mal überraschen. Also ich finde den Begriff technologieoffen eigentlich Mist, also weil man eigentlich dann keine Ahnung hat. Aber hier würde ich einfach sagen, da können wir Technologie entspannt sein. Also die Speicherlösung, da gibt es so viele Möglichkeiten, die werden wir in den Griff bekommen. Ja, das finde ich interessant. Also meine ganz andere Frage, und zwar, was die saisonale Speicherung mit Gas angeht, das hat mich immer so interessiert. Und zwar hatte ich mal eine relativ unangenehme Diskussion mit einer AKW-Befürworterin. Und zwar war es trotzdem. Also ich fand es sehr interessant. Und zwar am Ende ist es immer darauf hinausgelaufen, dass wir uns die Frage gestellt haben, wann ist eigentlich so ein H2 oder so ein Wasserstoff-Elektrolyseur, wann ist der wirtschaftlich? Das ist, ich meine, am Ende hängt es irgendwie immer davon ab. Ich muss ja quasi also wenn jetzt zum Beispiel ich sehr viel Erneuerbare habe, dann habe ich natürlich irgendwie immer Spitzen zum Mittag oder so und die muss ich ja irgendwie rauskriegen. Und da war die große Frage, wie macht man das eigentlich am schlausten? Also setze ich dann wirklich so einen Wasserstoff-Elektrolyseur neben zum Beispiel so einen Windpark und mache dann direkt Wasserstoff oder ist es schlauer, dann nochmal zwischenzuspeichern? Also fragen wir mal so, muss so ein Ding eigentlich konstant laufen irgendwie? Muss das irgendwie gegeben sein, damit der wirtschaftlich funktionieren kann? Und wie löst man sowas? Das fand ich total interessant. Also eine ganz schwierige Frage fand ich auch, konnte ich überhaupt nicht beantworten. Na, ich würde sagen, momentan löst man das mit Subventionen. Also ein Elektrolyseur braucht halt eine gewisse Anzahl an Vollerstunden, damit er sich halt rechnet. Und wenn ich jetzt einfach, also es wird ja immer gesagt, naja, wir schmeißen, was weiß ich, 3% des Windstroms momentan weg, weil wir das abregeln. Lass uns doch da Elektrolyseure hinstellen. Aber wenn der 10 Stunden oder selbst 100 Stunden im Jahr läuft und dann Wasserstoff macht, dann wird dieser Wasserstoff halt einfach unbezahlbar teuer, weil ich muss natürlich die Kosten für den
Elektrolyseur auf diese paar wenige Kilowattstunden Wasserstoff, die ich da erzeuge, umlegen. Und dann wird er halt einfach sehr teuer. Also momentan sagt man eigentlich, dass man 3.000, 4.000, 5.000 Vollerstunden haben sollte. Das kriege ich momentan natürlich mit Windparks oder so gar nicht hin. Die Elektrolyseure werden sich weiterentwickeln. Also da wird man natürlich auch Fortschritte machen. Aber die kommen halt erst später ins Spiel, wenn die Überschüsse halt so sind, dass wir nicht einmal im Jahr eine Woche zu viel haben, sondern es halt regelmäßig Überschüsse haben. Dann ist der Elektrolyseur dann im Einsatzgebiet. Momentan will man auch die Anlagen einigermaßen gleichmäßig laufen lassen. Das gilt auch für Brennstoffzellen. Haben wir auch zum Beispiel ein Wasserstoffauto. Ne? Da ist ja auch eine Batterie mit drin, damit wir also dann, sage ich mal, die kurzzeitigen Schwankungen bei der Last mit einer Batterie puffern können. Und wenn wir dann einfach gleichmäßigeres, längerfristiges Angebot haben, dann kommt halt auf der Erzeugerseite halt der Elektrolyseur oder dann halt auf der Verbraucherseite irgendwie die Brennstoffzelle ins Spiel. Also man braucht dann schon tatsächlich irgendwie einen gewissen Überschuss und der muss halt auch relativ konstant sein, so damit sich das einfach rechnet irgendwann quasi. So habe ich es jetzt verstanden. Genau, es müssen halt viele Stunden im Jahr sein. Ne? Wenn ich jetzt bei einer Windkraftanlage dann wieder 2 Wochen im Jahr abregele oder so, dann brauchen wir nicht über Wasserstoff reden. Das kann man dann machen, wie gesagt, wenn man dann eine geförderte Anlage hat, um da ein bisschen zu üben. Aber dann kostet die Kilowattstunde Wasserstoff, was weiß ich, dann 10 oder 20 Euro. Das ist ja bei den E-Fuels genauso. Ne? Da wird ja gerade über E-Fuels geredet. Da kostet der Liter Sprit momentan 10 Euro aufwärts. Also das kann man mal machen, irgendwie, um zu zeigen, dass es geht. Aber, sage ich mal, großtechnisch für die Energiewende brauchen wir da einfach auch große Vollerstunden. Sonst ist das preislich jenseits von Gut und Böse. Ja, ich habe mal gehört, dass E-Fuels für Porsche-Fahrer sehr interessant sind. Naja, also das ist eine reine Story. Ich hab mal überschlagen, also Porsche hat ja diese E-Fuel-Anlage. Nur mal vielleicht einfach eine Zahl, da kommen 130.000 Liter Sprit raus im Jahr, momentan in Chile. Und wir haben jetzt über 60 Milliarden Spritverbrauch. Wir brauchen 500.000 Porsche-Anlagen, also um den deutschen Spritverbrauch zu decken. Also ja, aber jetzt war nicht so ganz ernst gemeint. Ja, also da geht es um eine Story, weiter den Verbrenner verkaufen zu können. Ja, ja. Also ich hatte jetzt relativ viel mit Miet-PV oder Mietkaufangeboten zu tun, hatte ja auch selber ein Video drüber gemacht und mein Fazit war, sagen wir mal, durchwachsen. Ich fand es okay, also die Idee ist in Ordnung, nur das Marketing, was da betrieben wird, das ist absolut übel. Also fand ich, war jetzt mein Eindruck von dem, was ich da so gehört habe und gesehen habe, fand ich es nicht gut. Wie ist da dein Eindruck? Hast du da irgendwie Erfahrungen oder auch irgendwie was mitbekommen? Das fände ich auch sehr, sehr spannend. Naja, also man muss natürlich gucken, jetzt auch gerade im PV-Bereich Angebot und Nachfrage. Momentan ist die Nachfrage hoch. Also insofern spricht das nicht dafür, dass man immer den besten Preis kriegt. Ne? Das ist ja immer so. Also wenn man gut eine Photovoltaikanlage hätte kaufen wollen, dann wäre vor 5 Jahren ein gutes Zeitfenster gewesen. Da war es andersrum. Also da hat man noch sehr, sehr gute Preise gekriegt und konnte sich die Anbieter auswählen. Also momentan muss man ja froh sein, überhaupt, was weiß ich, einen Batteriespeicher oder einen Wechselrichter zu kriegen. Mhm. Das entspannt sich ein bisschen, aber deswegen kriegt man natürlich nicht überall den besten Preis. Das gilt generell für alle Anlagen. Also wir sehen jetzt auch bei Kaufanlagen, dass die Preise in den letzten Jahren doch deutlich gestiegen sind und jetzt auch manchmal Preisniveaus erreichen, wo ich dann sage, das ist nicht mehr vernünftig und auch nicht mehr wirtschaftlich unter Umständen. Also da muss man genau hingucken. Wenn ich jetzt eine Mietanlage habe, natürlich wollen die Leute auch eine Marge machen. Also das heißt, dann wird das halt auch immer ein bisschen teurer. Also wenn ich das Geld auf dem Sparbuch habe mit irgendwie momentan 2-3% Zinsen, würde ich immer sagen, komm, irgendwie steck das in die eigene Solaranlage, weil die Rendite, also die Marge, die dann die Menschen machen, die Mietkauf anbieten, die kann man ja selber mitnehmen dann in dem Fall. Wenn ich das Geld nicht habe, also es gibt ja auch Menschen, die das nicht auf dem Konto haben, dann ist es durchaus eine Option. Man stottert das dann ab, aber natürlich dann halt auch, das ist wie beim Hauskredit. Ne? Wenn ich das Geld nicht habe, ein Haus kaufe, dann am Ende ist das Haus halt auch doppelt so teuer, weil die Bank halt mit den Zinsen halt zulangt. Genauso ist es dann halt auch bei den Mietkaufanlagen. Wird natürlich aggressiv vermarktet, das ist okay, weil natürlich auch Marge dabei ist. Also insofern muss man es differenziert betrachten. Ich denke, es gibt da durchaus eine Berechtigung. Und wenn wir jetzt einen Markt haben, sag ich mal, also wenn jetzt irgendwo das Angebot wieder steigt und wir wieder ein bisschen Überangebot haben, der Wettbewerb einsetzt, wird man da auch noch vernünftigere Preise sehen. Da kam, ich gehe noch mal kurz zurück auf den Speicher, weil da kamen einfach unglaublich viele Fragen. Und zwar, bleiben wir noch mal ein bisschen bei Solar. Also ich hatte jetzt gerade auch viel mit Balkonsolar zu tun und einfach nur mal so aus dem Bauch heraus, Balkonsolar mit Speicher, deine Meinung? Nein. Also okay. Die Balkonsolaranlage liefert so wenig.
dass also ein Speicher kann man machen irgendwie, aber die Idee beim Speicher ist ja, dass ich Überschüsse habe, die ich da reinpacke und dann tagsüber Überschüsse habe und die wieder raushole. Wenn ich jetzt ein Solarmodul habe, dann werden die Überschüsse sehr überschaubar sein. Da komme ich mit dem Speicher nie auf den grünen Zweig. Zwei werden die Überschüsse auch noch klein sein und mehr darf ich mit einer vereinfachten Anwendung ja nicht machen. Wenn ich jetzt natürlich meinen Balkon vollpflastere und da 20 Module dranhänge, klar, dann kann ich auch einen Speicher dazu hängen. Aber jetzt bei ein oder zwei Solarmodulen würde ich sagen, eher nein. Ja, nee, ist auch meine Meinung. Also ich finde es gut, wenn man das nochmal so sagt, weil also im Moment, das wird sehr viel gefragt im Moment und es gibt auch viele Anbieter, die da auf den Markt drängen, wo ich ein bisschen Sorge habe, dass viele Leute da sehr viel Geld ausgeben für Dinge, über die sie sich der Nutzen ist überschaubar, genau. Also ja, es wird Tage geben, wo ich dann nachts mal ein bisschen was raushole. Ich meine, wenn man das möchte und auch damit, was ich mal angeben möchte, macht man eine Grillparty und das Licht kommt jetzt aus dem eigenen Solarspeicher, hat das ja so einen gewissen Lifestyle noch, dann ist es okay, aber dass man irgendwie da wirtschaftlich irgendwelche Vorteile hat, das ist auf keinen Fall gegeben. Ja, also es gibt ja so viele dieser Powerstation-Anbieter, die machen das im Moment, dass sie da so eine Kopplung anbieten. Also mit der Powerstation, ich finde diese Powerstations an sich schon nicht so toll, also ich sehe immer den Sinn nicht so richtig, auch vor allem, wenn man den Preis so betrachtet. Auf der anderen Seite, ja, fürs Camping vielleicht, wenn man sich sowas mal holt, einfach weil man gerne mal campen geht oder so, finde ich jetzt okay. Wenn man es dann schon hat, kann man sowas wahrscheinlich mal machen, aber ansonsten sehe ich es eigentlich ziemlich ähnlich, ja. Na gut, ein Punkt ist natürlich noch, wenn so eine Powerstation, wenn ich dann wirklich im Inselnetzbetrieb weiterfahren kann, dann habe ich ja praktisch ein Notstromaggregat auf dem Balkon stehen, ne? Also genau. Das wäre dann durchaus interessant, weil also ich bin schon davon überzeugt, dass unsere Stromversorgung nicht sicherer wird. Das liegt nicht an der Energiewende, das liegt an den ganzen Risiken, Cyberangriffe, die wir machen, Digitalisierung. Das heißt natürlich, die ganzen Stromnetze werden einfach viel komplexer und damit natürlich auch potenziell anfälliger für Anschläge, für andere Sachen. Und ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir in den nächsten 20 Jahren nicht auch mal Ereignisse sehen, wo dann der Strom weg ist für längere Zeit. Und dann habe ich natürlich, aber das ist natürlich dann auch ein teures Notstromaggregat. Wenn der Strom mal einen halben Tag weg ist, mein Gott, dann macht man halt eine Kerze an, nicht? Also insofern ist auch mal die Frage, ob das dann so dramatisch ist, dass man dafür viel Geld ausgeben muss. Ja, ja, also na wohl, wir hatten jetzt hier tatsächlich mal einen etwas längeren Ausfall über 3 Tage. Also da ist halt die Niederspannungsstation, also der Trafo ist abgefackelt, also wirklich gebrannt. Und das war schon krass. Also dann waren wir, ich glaube, es waren 2 oder 3 Tage, aber es waren wirklich dann Tage mitten im Winter. Das war schon unangenehm, weil die Heizung dann halt nicht mehr funktioniert hat und so weiter. Also ich war jetzt, bei uns war es okay, weil ich habe genug Akkus hier, aber halt zum Beispiel bei der Schwester von meiner Frau, die mussten dann wirklich ins Hotel, weil die gerade ein kleines Baby da hatten und dann ging es halt einfach nicht, war dann zu kalt. Also war jetzt auch kein Drama, aber ja gut, aber mit einer Balkonanlage werde ich halt auch die Heizung nicht mehr zum Laufen kriegen, nicht? Also dafür ist die Leistung halt auch wieder zu klein. Das sehe ich auch nicht, also das ist schwierig dann, genau. Wir waren gerade bei Netzstabilität, da würde ich einfach da ansetzen. Tatsächlich war eine Frage, wie soll die Netzstabilität durch PV gesichert werden? Oder ich vermute eher mit PV, ist hier gemeint, Akkus und oder Kondensatoren und so weiter. Und wovon hängt diese ab? Naja, wir haben ja jetzt schon letzte Woche einen Tag gehabt, wo wir 100% erneuerbare Energien haben, auch noch mächtig Strom mittags ins Ausland exportiert haben und trotzdem sind Kohle- und Gaskraftwerke in Deutschland noch in Betrieb gewesen. Das liegt einfach daran, dass wir sogenannte Must-Run-Kapazitäten haben, also Kraftwerke, die im Standby mitlaufen, dass wenn mal irgendwas passiert, eine Leitung abknickt oder sonst irgendwo, dass die dann halt einspringen können. Und das ist die sogenannte Regelleistung. Diese Regelleistung, die wird momentan noch nicht von erneuerbaren Energien oder nur in kleinen Mengen von erneuerbaren Energien bereitgestellt. Deswegen könnten wir, selbst wenn wir wollten und 200% Solarstrom tagsüber haben, immer noch nicht alle Kohle- und Gaskraftwerke ausschalten. Da müssen wir natürlich hin, also die wollen wir ja loswerden. Das heißt, da müssen wir schauen, dass diese Regelleistung auch von erneuerbaren Energien bereitgestellt werden kann. Und das heißt also, die Idee ist, wenn halt irgendwas ausfällt, dass dann schnell was anspringen kann. Oder wenn plötzlich zu viel Strom ist, dass ich abregel. Abregeln kann ich mit der Solaranlage ganz gut, also die kann ich ja abschalten, runterfahren, das geht. Aber natürlich, wenn die schon bei 100% läuft, kann ich die nicht auf 150% hochdrehen. Da braucht man halt irgendwas und das werden dann Batteriespeicher irgendwann übernehmen. Dass wir einfach dann Speicher haben, die dann nicht alle voll sind. Also dann lässt man einen Teil der Speicher so bei 50% Ladung und dann kann ich die dann halt je nach Bedarf, wenn dann was Kritisches passiert, entweder dann voller machen oder dann halt entladen. Und wenn wir ausreichend Speicher haben, dann können die Regelleistungen übernehmen. Deswegen, da müssen wir halt hin. Ist noch ein Weg, aber wenn wir aus der Kohle raus wollen, dann müssen wir das geschafft haben. Ich denke mal, in den nächsten 10 Jahren müssen wir mal gucken, dass wir diese Kapazitäten aufbauen und dann ist es auch möglich.
Gibt es da eine Schätzung? Also ich meine, da muss man ja schon irgendwie die Batteriespeicher ganz schön ausbauen. Das wird ja wahrscheinlich kommen. Also wird das die ganze Sache deutlich teurer machen am Ende? Also das habe ich mich oft immer gefragt. Ich meine, so billig wird das ja nicht. Und gibt es da irgendwie Schätzungen, wie das aussehen wird? Also da bin ich wieder ganz entspannt. Der Regelleistungsmarkt ist ja jetzt gar nicht so groß. Also es ist ja nicht so, dass da 100 Gigawatt stehen. Also das ist ja nur wirklich für diese Schwankungen, ne? Also das heißt, wenn man jetzt wieder so saisonale Speicherungen, Tag, Nacht, da brauchen wir viele große Speicher. Für diesen Regelleistungsmarkt nicht sehr viel. Wir haben jetzt sogar schon Forschungsprojekte, wo man versucht, Autobatterien als Regelleistung darzustellen, ne? Wir haben ja irgendwann mal 10 Millionen Autos, die sind einfach irgendwo, was weiß ich, 1 Million sind eingesteckt im Laden. Und wenn dann irgendwas Kritisches ist, dann kriegen halt da 1 Million Autos ein Signal, komm, speist mal schnell eine Kilowattstunde ein und dann ist das Problem auch gelöst. Also da kann man relativ intelligente Lösungen machen, die am Ende gar nicht viel kosten. Mhm. Muss man halt aufbauen. Ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht so stark damit beschäftigt, aber ich fand immer diese Redox-Flow-Batterien sehr interessant, also so als stationäre Speicher, das schien ja relativ günstig zu sein. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht tief in dem Thema drin. Ist das was oder eher nicht? Eher nicht. Also sonst wären die ja schon lange auf dem Markt. Also das ist so Redox-Flow-Batterie, so wie der Stirling-Motor oder andere Sachen oder wie die Kernfusion. Also die ist immer kurz vorm Durchbruch und dann wird es halt doch nichts. Die haben eine relativ geringe Energiedichte. Das Spannende ist dabei, ich habe halt einen flüssigen Elektrolyten. Dadurch kann ich die Speicherkapazität erhöhen, indem ich einfach einen größeren Tank hinstelle mit mehr Elektrolyt. Das Ding ist halt relativ teuer. Wir haben viele Verluste und sowas. Also jetzt im Vergleich zur Natrium-Batterie glaube ich nicht, dass da irgendwo groß was zu machen ist. Und der Vorteil war halt einfach die leichte Erweiterbarkeit. Aber wenn wir jetzt dann Batterien mit relativ günstigen Rohstoffen haben, die groß verfügbar sind, dann hat die Redox-Flow-Batterie, glaube ich, nicht so eine große Chance. Ja, interessant. Genau, hier war noch eine Frage zu Netzentgelten. Und zwar die Frage ist, wie sollen die Netzentgelte zukünftig im neuen Strommarktdesign geregelt werden, um einerseits lokale Eigenversorgung zu ermöglichen, andererseits auch die Kosten für die Finanzierung des Netzausbaus gerecht auf die Nutzer zu verteilen? Gute Frage. Momentan ist es ja relativ ungerecht. Ich kann meinen Strom überall kaufen. Also wenn ich in München bin, kann ich jetzt den Strom irgendwie in Rosenheim kaufen oder in Flensburg. Und die Durchleitung zahle ich nicht, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Kühlschrank kaufe und den in China bestelle, dann muss ja irgendjemand für den Transport aufkommen. Also das heißt im Zweifelsfall ich, weil ich das gekauft habe. Wenn ich den Strom irgendwo kaufe, ist das nicht der Fall. Im Gegenteil, also die Leute, wo die Leitungen durchlaufen, die zahlen dann für die Netze. Das heißt also, ich bin in München, ich hole meinen Strom aus Flensburg und jemand anders zahlt den Transport. Also das ist auf Dauer natürlich eine Sache, die nicht gerecht ist. Und die auch, sag ich mal, für Fehlanreize sorgt. Das sorgt ja dafür, dass man in München der Meinung ist, dass man nicht so viele Windkraftanlagen in Bayern braucht, weil man kann den Strom ja aus Norddeutschland herbeischaffen. Die Leitung zahlt ja jemand anders, also ist auch gar kein Druck da. Wenn jetzt natürlich der Verbraucher, also derjenige, der den Strom bezieht, wenn der für den Transport aufkommen muss, dann wird es natürlich für bayerische Unternehmen doch sehr interessant, dass auch Windräder in Bayern dran aufgestellt werden, weil dann natürlich der Transportweg kürzer ist und die Netzentgelte kleiner sind. Und wir sparen uns halt Leitungen ein. Das heißt also, unser System momentan ist dafür ausgelegt, dass die Leitungen irgendwie halt kommen müssen. Ja, also da gibt es halt eine Bauverpflichtung und die Kosten werden auf die Allgemeinheit umgelegt und keiner muss sich Gedanken machen, ob er den Strom regional produziert oder nicht. Und das sind Fehlanreize. Wir müssen gucken, dass wir entfernungsabhängige Leitungsentgelte hinbekommen. Also, dass man auch wirklich sagt, wenn jetzt jemand in Bayern den Strom aus Flensburg haben will, weil es halt nicht ausreichend Windstrom in Bayern gibt, dann muss derjenige halt auch die Leitung bezahlen. Und dann, glaube ich, kommen wir auch sehr schnell dahin, dass wir also auch gerade die Industrie dann viel Interesse daran hat, dass also regional erneuerbare Energien gebaut werden. Und dann wird es auch viel, viel einfacher, weil dann plötzlich die Bereitschaft für Windenergie, für Freiflächenphotovoltaik vor Ort viel größer ist, weil da dann halt auch Arbeitsplätze dranhängen. Weil wenn einfach der Transport vom Strom zu teuer wird, dann überlegt sich natürlich das Unternehmen aus München vielleicht auch einfach nach Flensburg zu gehen, weil da der Strom halt billiger ist. Und ich glaube, in diesen Wettbewerb müssen wir rein. Da wird sich Herr Söder mit aller seiner Macht dagegen wehren, weil er natürlich dann auch sieht, dass er dann unter Druck gerät mit seiner Anti-Windkraft-Politik. Aber ich glaube, was momentan stattfindet, ist nicht fair. Und das können wir auf Dauer auch nicht durchhalten. Es kommt noch eine Frage zur Subvention des Industriestrompreises. Und zwar, wie stehst du vom BMWK, vom BMWK vorgeschlagenen Subvention des Industriestrompreises für energieintensive Betriebe auf 6 Cent die Kilowattstunde bis 2030? Gerade da sollte doch Effizienz durch hohe Preise erwünscht sein, beziehungsweise bremst das den Umbau auf fossilfreie Wirtschaft nicht?
Zum Teil schon. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich denke, also ich finde auch die Subvention jetzt vom Gaspreis sehr fragwürdig, ne? Also man hätte eher, also wir haben ja jetzt auch Gas runtersubventioniert oder Strom, also gedeckelt. Auch das nimmt natürlich die Anreize für den Umbau aus. Also die ganze Heizungsdiskussion hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn wir jetzt nicht einen Gaspreisdeckel gemacht hätten, ne? Also dann die Leute gesehen hätten, oh, das wird ja richtig teuer. Jetzt hat man immer das Gefühl, naja, wenn es halt blöd kommt, dann kommt der Staat und rettet einen. Also insofern sind solche Sachen, also sie nehmen natürlich die ganze Innovation, die ganzen Entwicklungen, die wir brauchen, einfach so ein bisschen den Dampf raus. Natürlich muss man Leute unterstützen, also die, die es sich nicht leisten können, also gerade jetzt im Privatbereich, klar, also man hätte den Gaspreis nicht laufen lassen können, aber 2/3 der Deutschen hätten sich auch einen viel höheren Gaspreis leisten können, die hätten halt alle gemeckert und das letzte Drittel muss man halt unterstützen. Bei der Industrie ist es ähnlich, also das heißt, jetzt wird man beim Rasenmäher dann halt dann die Energiepreise gesenkt, das ist schön. Einige machen halt, also erstmal muss es ja jemand bezahlen, also das ist die andere Frage. Also immer wenn ich was subventioniere, heißt das ja nicht, dass da der Staat ins Füllhorn greift und irgendwo Geld druckt, sondern dass irgendjemand muss das in der Steuergelder oder irgendwie wird das auf den Strompreis umgelegt oder sonst irgendwie, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und dann muss man sich halt einfach überlegen als Deutschland, wollen wir das? Also man muss natürlich sagen, klar, also es gibt hier in Deutschland sehr energieintensive Industrie. Wenn ich jetzt ein Aluwerk zum Beispiel habe, wenn ich da 10 Cent die Kilowattstunde abfrage, dann bin ich international nicht mehr konkurrenzfähig, weil es Standorte gibt, wo ich einfach sehr günstig, was weiß ich, in Island habe ich Wasserkraft oder Norwegen Wasserkraftstrom, in China vielleicht billigen Kohlestrom, also wo dann für 2-3 Cent und wenn einfach der Strom, es gibt also Produkte, wo der Strom oder der Energiepreis etwa die Hälfte der Produktkosten ausmacht, dann bin ich halt nicht mehr konkurrenzfähig. Das wird dann dazu führen, dass solche Unternehmen hier in Deutschland nicht mehr produzieren können und wir diese dann verlieren. Jobmäßig würde ich sagen, da kann man entspannt sein, also wir reden jetzt nicht über Millionen von Arbeitsplätzen, die wegfallen, das sind vielleicht ein paar Tausend. Die Frage, die wir uns dann halt stellen müssen, wollen wir strategisch noch zum Beispiel eine Aluminiumindustrie in Deutschland haben oder eher nicht und wollen wir die Rohstoffe importieren? Ich glaube, die Frage muss man diskutieren und ich würde dann sagen zielgerichtet, dass man sagt, okay, es gibt strategische Industrien, die wir in Deutschland auf alle Fälle, koste es, was es wolle, halten wollen, da muss man das machen. Und bei anderen muss man sagen, okay, was weiß ich, das ist halt nice to have, wenn die hier sind, aber das sind Rohstoffe, die jetzt nicht so kritisch sind, die können auch woanders produziert werden und dann denke ich mal, wird dann Schuh draus. Was man eher machen sollte, dass man einen CO2-Preis auf Produkte versucht mit einzupreisen, also da denkt die EU drüber nach. Also wenn ich jetzt Aluminium importiere und der kommt halt aus einem dreckigen Kohlekraftwerk aus China, dann kommt dann da halt eine CO2-Steuer drauf. So, und dann, sonst hat man natürlich das Problem, dass man eventuell saubere Produktion in Deutschland verlagert und dann nachher das Alu halt dreckig in China produziert wird. Und wenn man dann aber den CO2-Preis drauf hat, kompensiert man das auch. Und das wäre für mich eher der Weg, dass man sagt, okay, wirklich strategische Unternehmen, wo man sagt, die wollen wir, koste es, was es wolle, in Deutschland halten. Da muss man es machen, aber da kann man auch überlegen, ob ich einfach direkte Zuschüsse oder Subventionen gewähre. Und über den Rasenmäher jetzt den Energiepreis für die Industrie runterzubringen, glaube ich, da zahlen wir viel Geld für wenig Nutzen und wir erschweren den Klimaschutz und die Energiewende damit. Ja, was ich mich immer gefragt habe, so ein ganz einfaches Beispiel halt, also gerade mit dieser Strompreiskappung. Also bei uns war es tatsächlich so, wir hatten einen Anbieter und ganz, also wirklich einen Monat bevor das eingetreten ist, hat er uns auf, ich glaube, 64 Cent hochgejagt. Also das fand ich schon happig. Also noch, vorher waren wir unter 30, glaube ich. Also das war halt schon eine extreme Steigerung. Ich bin dann halt direkt dann zu einem dynamischen Stromtarif gewechselt, weil das ja bei mir mit dem großen Akku auch interessant ist und ich auch Spaß am Experimentieren habe. Gibt es da irgendwie auch, also das haben mir halt viele Leute erzählt und das fand ich halt irgendwie krass und ich habe mich dann halt schon gefragt, also ist das irgendwie auch Taktik gewesen, also das ist bei vielen, glaube ich, so in den Köpfen drin, jetzt wurde vorher nochmal richtig reingeklotzt, damit die dann diese Strompreiskappung nutzen können, also stimmt das oder ist das Quatsch? Naja, also wenn man sich die Börsenstrompreise angeschaut hat, dann sind die natürlich schon wirklich explodiert. Also wir haben, also wo ich dann mir auch die Augen gerieben habe, also wenn man jetzt mal 3-4 Jahre die Uhr zurückdreht und dann guckt, dann war so der Strompreis an der Börse irgendwo 3-5 Cent und dann Ausschläge nach oben waren es halt mal 8 Cent oder 10
So, und jetzt hatten wir ja Strompreise, die dann teilweise irgendwie an der Börse 1 oder 2 Euro die Kilowattstunde nach oben ausgeschlagen haben. Also wirklich von den Ausschlägen her Faktor 10 oder 20. Das haben natürlich, also je nachdem, wie Unternehmen eingekauft haben. Also gerade beim Einkauf ist es so, dass ich ja einen Teil des Stroms langfristig sichere. Also das heißt, ich kaufe den Strom schon 2 Jahre im Voraus, dann ist der Strompreis fix. Und dann kauft man halt an der Strombörse halt was nach. Und diejenigen, die halt wenig eingekauft haben, mussten halt sehr teuer nachkaufen. Und damit die dann nicht draufzahlen, muss man dann schon irgendwann die Strompreise erhöhen. Was mir jetzt eher Bedenken macht, dass die Strompreise nicht mehr sinken. Also das heißt, die Börsenstrompreise sind schon zum Teil relativ niedrig jetzt wieder. Und jetzt läuft das halt erstmal so ein bisschen weiter. Also da muss man gucken, dass dann der Markt auch Druck entwickelt. Also es gibt jetzt auch wieder erste Anbieter, die deutlich also niedrigere Preise haben. Also wenn man jetzt wechselt, dann kann man schon für ein paar 30 Cent die Kilowattstunde wieder seinen Strom kriegen. Und da muss man auch gucken, dass da der Druck ein bisschen entsteht, dass die Anbieter auch jetzt dafür sorgen, dass die Senkungen auch wieder weitergegeben werden. Und insofern war es halt ein Hochpreis, also eine Ausnahmesituation für ein halbes Jahr, was auch für einige schmerzlich war. Aber ich glaube, wie gesagt, jetzt die Preise haben sich normalisiert. Wenn wir die Energiewende weiter nach oben treiben, dann werden die Preise tendenziell ja eher fallen als sinken. Und deswegen kann man da auch recht entspannt sein und dann im Zweifelsfall den Anbieter wechseln. Aber grundsätzlich wahrscheinlich eher so ein Ding der Mischkalkulation quasi. Also dann halt einfach irgendwie schlecht eingekauft und dann musste man da irgendwie nachjustieren. Also das ist jetzt wahrscheinlich keine böse Absicht irgendwie gewesen, um jetzt diese Strompreisbremse sozusagen auszunutzen. Ja, natürlich. Also ja und nein. Also immer wenn man starke Schwankungen hat, wird auch viel verdient. Also ist ja auch beim Aktienhandel so. Also der Gift für den Aktienhandel ist ein gleichbleibender Aktienkurs auf Dauer. Dann kann ich nichts verdienen. Wenn der Aktienpreis hoch und runter geht, dann kann man natürlich verdienen. Genauso jetzt auch bei dem Strompreis, wenn der hoch und runter geht, gibt es natürlich auch Unternehmen, die dann natürlich gut Kasse gemacht haben. Weil also natürlich, man muss halt rechtzeitig den Preis anheben und dann natürlich gucken, dass man so lange wie möglich oben bleibt. Und in dem Moment mache ich halt Kasse und das passiert natürlich. Also sicherlich, also wenn man die Bilanzen sich anschaut, also einige sind pleite gegangen, die haben sich halt verzockt. Und andere haben halt richtig gut Geld verdient. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, pauschal, alle Stromanbieter haben sich die Taschen voll gemacht. Aber solche schwankenden Preise sorgen natürlich auch dafür, dass Unternehmen dann gut Kasse machen können. Und da hilft halt natürlich dann nur den Anbietern im Zweifelsfall zu wechseln. Also bei uns war das auch. Also ich bin auch überrascht, weil viele, ich hatte jetzt letztens noch irgendwo eine kurze Erwähnung gehabt in einem Video, dass ich da, also genau bei den Balkonkraftwerken von Netto und Lidl war das genau. Mhm. Und die hatten halt mit einem Strompreis von 40 Cent gerechnet und ich habe dann irgendwie gesagt, dass ich das ungerechtfertigt finde, weil der Strompreis ja eigentlich schon seit vielen Monaten deutlich drunter liegt. Und da habe ich ganz schön was zu hören gekriegt, weil viele dann tatsächlich noch diese langfristigen Tarife haben und über 40 Cent und dann halt sagen, ja, ich hänge da jetzt fest und so weiter. Da gab es halt ein bisschen Stunk und das tat mir dann auch total leid, weil ich mir dachte, ja, das stimmt, das habe ich natürlich nicht so bedacht. Weil bei mir schwankt es jetzt ganz krass und im Moment ist es unfassbar billig. Also ich zahle selten 30 Cent noch für den Strom. Gut, im Moment zahle ich fast gar nichts, weil meine PV mehr als genug liefert, klar. Aber deswegen ist mir das alles ziemlich egal, aber ja genau, also konnte ich irgendwie nachvollziehen. Das ist ein total interessantes Thema, also ich bin mal gespannt, ob da vielleicht noch Studien kommen, die irgendwie sowas nachweisen oder irgendwie, also das hätte mich auch selber interessiert, aber das jetzt irgendwie nachzuweisen, dass da irgendwie böswillige Absicht ist. Naja, ich meine, beim Öl und Gas sehen wir es ja auch. Also gerade die Öl- und Gasanbieter haben ja Rekordgewinne gefahren zum Teil. Ne? Einige sind pleite gegangen, wie Uniper, mussten vom Staat, die werden dann vom Staat gerettet. Und ich glaube, ExxonMobil oder sowas, die ganz großen internationalen, die haben einfach richtig Kasse gemacht. Weil einfach diese hohen Energiepreise, da kann man natürlich nochmal was draufschlagen, wenn einfach Panik am Markt ist. Und also sicherlich haben da einige richtig gut verdient. Das ist eigentlich düster, wenn man es überlegt. Also, aber egal, so ist es. Ja, Heizungen, ein ziemlich krasses Thema im Moment. Die erste Frage, die kam, die fand ich tatsächlich selber ganz interessant, weil ich ja nicht so tief drin stecke. Es geht um Holzverbrennung. Also viele heizen noch mit Holz oder ich glaube, so viele sind es jetzt hier in Deutschland nicht. Ich weiß es jetzt aber nicht, keine Zahlen im Kopf. Wie ist deine Meinung dazu? Also ist es, ich glaube, die Emissionen, also weil ich weiß, Staub und ich glaube, Schadstoffe sind relativ hoch im Vergleich. Selbst so Öl oder Gas ist, glaube ich, sehr hoch. Die Klimawirkung ist da wahrscheinlich relativ umstritten. Da kommt es wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, wo die Bäume herkommen und wie die, wie die wieder angepflanzt werden oder halt auch nicht. Also so habe ich es jetzt bisher so ganz grob verstanden. Kannst du uns da nochmal aufklären? Das fände ich total interessant.
Also ja, Holz kann gut und kann schlecht sein. Deswegen ist immer so ein bisschen, da scheiden sich auch die Geister. Es gibt jetzt auch einige im Internet, die ganz aggressiv gegen Holz vorgehen. Deswegen muss man mal ein bisschen differenzieren. Also Holz kann klimaneutral sein. Also sag ich mal, der Fall ist, ich habe irgendwo eine einsame Hütte, ich habe einen großen Acker und mein Großvater hat jedes Jahr einen Baum gepflanzt. Und jetzt fälle ich jedes Jahr einen Baum und pflanze einen neuen dafür und diesen Baum verheize ich. Ne? Dann wird ja die Anzahl der Bäume und die Anzahl an Biomasse, die auf meinem Acker steht, immer gleich bleiben. Das heißt also insofern, dann habe ich eine klimaneutrale Nutzung. Also wenn wirklich genauso viel Biomasse genutzt wird, wie wieder nachwachsen kann und der Transport, in dem Fall, wenn ich den Baum mit der Axt selber schlage, dann habe ich also auch kein CO2 beim Fällen und beim Transportieren. Das wäre eine komplett klimaneutrale Nutzung. Wenn ich jetzt natürlich anfange, in Rumänien Urwälder abzuholzen, um dann Holzpellets draus zu machen und die in Deutschland verkaufe, dann ist natürlich, und die mit dem Dieseltruck noch irgendwie fahre oder noch schlimmer halt irgendwie in Kanada Wälder abholze, um Brennholz für Deutschland draus zu machen, dann ist natürlich die Klimabilanz alles andere als gut. Dann habe ich natürlich hier eine negative Klimabilanz. Was ich beim Holz halt immer noch habe, dann sind andere, also Abgase, also das CO2, Klimaschaden ist halt ein Punkt. Dann hat man natürlich auch die gesundheitsschädlichen Abgase, also Feinstaub, Stickoxide oder sowas. Die sind bei ungefilterten Holzheizungen natürlich auch katastrophal. Auch da muss man differenzieren. Also ganz schlimm sind halt die Kaminöfen, die ja gerne jeder Einfamilienhausbesitzer hat, weil es halt so schön ist, davor zu sitzen. Holzpelletheizungen verbrennen ein bisschen sauberer, weil die eine geregelte Luftzufuhr haben. Auch da hat man Emissionswerte, die über Erdgas liegen, aber deutlich unter den Kaminöfen. Man kann das Ganze wieder mit Filtern in den Griff kriegen. Es gibt also Feinstaubfilter, wo man dann einen größeren Teil der Emissionen wieder rausholen kann. Die Abgase sind aber durchaus ein Problem, weil die also im Vergleich zum Verkehr auch relevant sind und deswegen auch gesundheitsschädlich. Und deswegen muss man sich überlegen, also wenn man Holz weiter verbrennt, muss man Standards sich überlegen, dass das Holz auch möglichst klimaneutral ist, dass man also verhindert, dass irgendwo Wälder kahlgeschlagen werden, um Brennholz zu gewinnen. Dann ist das kontraproduktiv, dann ist der Klimaschaden ja wirklich größer, noch schlimmer, als wenn ich Erdgas verbrenne. Und man muss auch gucken, dass man die Schadstoffproblematik in den Griff kriegt. Und dann muss man eigentlich sehr strenge Filterregeln vorschreiben, dass also bis zum gewissen Jahr auch sehr hochwertige Filter nachgerüstet werden. Das hat man sich lange Zeit nicht getraut, weil das kostet natürlich dann auch richtig Geld. Also alle Einfamilienhausbesitzer, wenn man sagt, komm, ihr müsst jetzt alle nochmal 3.000, 4.000 Euro für euren Kaminofen dann irgendwie finanzieren, dann ist der Aufschrei ähnlich groß wie jetzt bei der Gasheizung oder dem Heizverbot, wie man so schön gesagt hat. Muss man halt entsprechend sehen. Aber sage ich mal, für die Gesundheit wäre es natürlich zuträglich. Und darüber müssen wir diskutieren. Also jetzt beim Gebäudeenergiegesetz ist es ja auch eine starke Diskussion. Soll Holz noch zugelassen werden oder nicht? Ich würde sagen, also ja, unter Auflagen halt, unter strengen Auflagen, dass man also sowohl für die Biomasse als auch für die Schadstoffe sehr starke Grenzwerte setzt, dann ist es okay. Wenn man ungeregelt einfach sagt, komm, verbrennt weiter Holz, ungefiltert, dann ist es, wie gesagt, nicht so toll. Das ist ja wahrscheinlich so eine Frage der Menge, würde ich sagen, oder? Also ich zum Beispiel, ich muss jetzt auch an mich selber denken, wir haben auch einen Kaminofen, aber wir nutzen den halt fast nie. Also wenn es hochkommt, einmal im Monat und das auch nur im Winter irgendwie, also meistens nur, wenn man es sich so abends irgendwie gemütlich macht, weil es schön ist, aber mehr halt auch nicht, ansonsten wäre es auch einfach viel zu teuer. War es halt eigentlich. Also weiß nicht, ist das so eine Sache der Menge oder sollte man grundsätzlich, ist aber immer die Frage halt, ne, wo setze ich die Schwelle? Also klar, ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwo in ganz Deutschland nur einen einzigen Kaminofen habe und der feuert da, dann ist es wieder von der Menge her nicht so relevant. Wenn wir jetzt natürlich 10 Millionen Öfen haben, dann ist natürlich auch, wenn jeder einmal im Monat den anfeuert, kommt halt auch einiges an Schadstoffen zusammen. Also gerade wenn der anfeuert, man kann einfach mal beobachten, anfeuern und mal rausgehen und gucken, was aus dem Kamin oben rauskommt. Also bei vielen Öfen sieht man die Emissionen ja auch. Und also spätestens, wenn man die Emissionen sieht, dann sind die nicht gesund. Und klar, das verteilt sich dann auch irgendwo und eine gewisse Menge an Schadstoffen kann der Mensch auch ab. Aber trotzdem sind auch, also gerade so das Anfeuern einmal im Monat sorgt halt auch für einen Schaden. Also das muss man sagen. Und gerade bei Feinstaub oder bei Stickoxiden sind die Grenzwerte, die verträglich sind für die Gesundheit, doch relativ niedrig und deutlich unter dem, was so ein Ofen halt macht. Ja, interessant. Ja, ich hatte halt auch überlegt, also es gibt ja die Filter. Tatsächlich hatte ich so ein bisschen das Problem rauszukriegen, macht das überhaupt noch Sinn oder wird mir der Schornsteinfeger das Ding sowieso irgendwann zumachen? Also das war einfach für mich immer so,
dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was ich jetzt als Kaminbesitzer eigentlich zu tun habe oder halt auch nicht und ob es überhaupt noch Sinn macht, also ob mir das Ding dann sowieso irgendwann zugemacht wird. Es konnte mir echt nicht mal der Schornsteinfeger beantworten. Ich habe ihm das gefragt, ich habe ihm gesagt, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Der kam zur Feuerstättenschau, hat es dann gesagt, ja, ist alles gut, ne, geh wieder nach Hause. Und ich so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich einen Filter nachrüsten oder macht das sowieso keinen Sinn mehr? Ja, ich bin in ein paar Jahren wieder da und dann gehe ich auch in Rente, ist mir egal. Also so, das war die Antwort. Und also ich glaube, dass es vielen so geht, diese Unsicherheit. Ja. Ich weiß es doch immer noch nicht. Also das ist irgendwie total gruselig. Ja, ich bin also, da auch überfragt. Also wenn mich jemand fragt, wann kommt was mit Filtern? Ich glaube, da muss die Politik mal Klarheit schaffen, dass man einfach sagt, okay, ihr dürft die noch bis da und da betreiben, dann muss der und der Filter kommen. Die und die Kosten müsst ihr mit einplanen, dass man einfach Klarheit hat. Und ich glaube, dann ist das auch gut. Wenn man es dann wieder hoppla die hopp macht, ne, so mit der Brechstange über Nacht, dann sorgt das natürlich wieder für Verdruss, wenn man. Aber das ist wieder ein bisschen schade. Eigentlich hätte man halt vor 10, 15 Jahren die Regeln festlegen müssen und jetzt muss man halt all das, was halt liegen geblieben ist, nachholen. Und das sorgt halt immer dafür, dass es halt dann vielleicht dann doch schneller geht, als man sich's eigentlich wünschen würde. Ja, das stimmt. Ja, was mich halt immer sehr stört, ist auch oft dieses Hin und Her und die, also wirklich schlechte Kommunikation aus der Politik. Das kann ich jetzt wirklich nicht anders sagen. Also zum Beispiel ein aktuelles Beispiel ist die Förderung von Luftwärmepumpen, also von Klimaanlagen. Also ich habe sogar mit Stefan Holzheu darüber gesprochen und er hatte auch keine Ahnung, weil das jetzt irgendwie dermaßen oft geändert wurde. Also dass die BAFA-Förderung, die gab es ja immer. Und zwischendurch gab es dann, wurde es tatsächlich wieder rausgenommen, dann wieder reingenommen, aber unter veränderten Regeln und die halt kein Mensch versteht. Und diese Regeln waren dann halt auch so, dass die, also dass halt irgendwie die Luft-Luftwärmepumpen, glaube ich, irgendeine Schnittstelle brauchten. Die war dann auch klar definiert und es musste halt irgendwie, glaube ich, es ging darum, dass man die abregeln kann halt. Das war, glaube ich, so der Knackpunkt. So, und dann denke ich mir, okay, ich kenne jetzt die Regel, aber ich weiß nicht, ob meine Klimaanlage das kann oder nicht oder wenn ich eine neue kaufe. Und manche Hersteller haben da jetzt nachgebessert und erklären dann und sagen, okay, unsere können das, ihr könnt damit eine Förderung beantragen, aber andere sind einfach noch nicht so weit. Das heißt, irgendwie damit haben sie das ganze Ding wieder auch echt abgesägt. Ne? Also das ist so ein Durcheinander. Also ist wirklich nicht schön. Also selbst als, also ich versuche ja zu kommunizieren und zu erklären, ich muss echt zugeben, es ist schwierig. Also aber ich meine, bei den Förderprogrammen, das ist schon seit 20 Jahren so, ne? Wir haben ja auch vor 18, 19 Jahren gebaut und sich da reinzufuchsen, wo kriegt man was dafür und rechnet sich das auch überhaupt? Manchmal kriegt man halt zinsverbilligte Kredite, den habe ich dann auch in Anspruch genommen, der war am Ende teurer als ein Kredit von der Bank. Also insofern, wo man so immer sagt, also manchmal, es ist immer oftmals gut gemeint, aber am Ende dann so die Ausführung im Kleinen-Kleinen und bis das dann umgesetzt wird, ist dann immer so, dass am Ende keiner mehr durchblickt. Und ich glaube, da gebe ich dir vollkommen recht, da müssten wir dringend mal nachbessern. Ja, das wäre echt schön. Also ich glaube, so ein Grundsatzproblem. Genau, aber da kommen wir mal direkt zum GEG, zu Habecks Heizungsterror, Habecks Heizungsverbot, Habecks, ich finde Heizungsgesetz oder Habeck finde ich jetzt eh an sich albern, weil das ist einfach das Gebäudeenergiegesetz und da wird jetzt einfach was dran geändert. Das Ding hat ja schon existiert und jetzt versucht man halt ein paar Änderungen zu machen, damit es klimafreundlicher wird, was ich persönlich nicht so schlimm finde, aber klar, da kommt es total aufs Detail an und man kann jetzt sicherlich hier vieles verbessern oder auch verschlechtern. Das wird ja diskutiert bis zum geht nicht mehr. Also ich kann es auch echt selber nicht mehr hören. Wir hatten jetzt aber gemeinsam halt mit der Gruppe oder mit einigen aus der Gruppe, mit der wir die Balkonsolarpetition gemacht haben, mal reingesehen und hatten zumindest der letzte Stand, den ich hatte, da auch so ein paar Bedenken. Also so ein paar Punkte, zum Beispiel Hybridheizung. Da wurden teilweise Sachen doch sehr, sehr eng festgesetzt. Also zum Beispiel stand da, dass irgendwie, wenn, glaube ich, der alte Kessel kaputt ist, muss es ein Brennwertkessel sein. Damit habe ich dann zum Beispiel Dinge wie eine Kraft-Wärme-Kopplung ausgeschlossen, also einfach nur, weil es dumm formuliert ist. Und solche Sachen halt, ne? Es ist halt teilweise noch nicht so ganz ausgereift, was nicht schlimm ist, aber man muss halt drüber reden. Da hatten wir so ein paar Punkte und die wollen wir wahrscheinlich auch bald mal veröffentlichen, zeigen und wenn es klappt, auch ans BMWK kommunizieren. Siehst du da auch irgendwelche Probleme oder gibt es da noch so Stellschrauben, wo man was machen müsste, halt mal so ganz konkret, ja, also an dem Gesetz, an den geplanten Entwurf halt, an der Änderung quasi, das fände ich auch noch spannend, ob es da irgendwie noch Punkte gibt, die man noch anfassen könnte, müsste. Tja, ist eine spannende Frage. Aus Klimaschutzsicht würde man sagen, eigentlich müsste ab sofort der Einbau von und Reparatur von Öl- und Gasheizung komplett verboten werden. Ne? Also das heißt, wir müssen in 20 Jahren oder möglichst eher in 15 Jahren klimaneutral sein
Und jede neue Öl- und Gasheizung, die ertüchtigt, in Betrieb genommen wird oder sowas, erschwert das Ganze. Also wir müssen eigentlich gucken, dass wir eigentlich in 10, 15 Jahren die Dinger komplett aus den Häusern raus haben. Und alles, was jetzt irgendwo als Kompromiss, als Aufweichung, wo ich dann sage, irgendwie über 80-Jährige müssen nicht irgendwie, warum jetzt irgendwie, die macht ja auch CO2. Also das gibt also sehr viele Sachen, wo man einfach sagt, aus Klimaschutzsicht ist alle Abschwächung oder Aufweichung eigentlich eine Katastrophe. Jetzt muss man natürlich gucken, was umsetzbar ist. Ne? Auf der einen Seite haben wir natürlich den Bestand. Man kann jetzt auch nicht über Nacht alle Wärmepumpen. Wir werden nicht 1 Million Wärmepumpen nächstes Jahr beikriegen. Wir haben ja 1 Million Heizungen, die jedes Jahr ungefähr verbaut werden. Also muss man natürlich gucken. Also man braucht halt doch leider eine Übergangszeit. Auch wieder das. Eigentlich hätte man die Entscheidung für 15 Jahren treffen müssen. Da hätte man das schön mit dem Korridor und sagen können, jetzt haben wir da 5 Jahre Übergangszeit, da 7 oder sonst irgendwie. Dann hätte man das irgendwie alles vernünftig machen können. Jetzt ist uns die Zeit ausgegangen. Eigentlich hätten wir schon gestern irgendwie den Einbau von Öl- und Gasheizung verbieten müssen. Jetzt muss das halt mit der Brechstange passieren. Und insofern hat jetzt das Wirtschaftsministerium einen Vorschlag gemacht. Aus meiner Sicht, aus Klimaschutzgründen geht er nicht mal weit genug. Und jetzt wird dann natürlich überall zurückgedreht, weil jetzt natürlich Lobbygruppen kommen. Also am schlimmsten sind natürlich auch die Menschen, die halt aus der Gaswirtschaft kommen, die also auch versuchen, jetzt ihre Wasserstoffheizung durchzudrücken, wo man genau wissen, die wird nicht funktionieren. Und jetzt muss man halt einfach schauen. Also natürlich muss man gucken, dass man einen Kompromiss hinbekommt, dass man also schaut, wo im Altbau, wo es technisch noch Schwierigkeiten gibt, wo macht man da Ausnahmen, wo Menschen sich das nicht leisten können, also wo gucke ich da, dass ich die nicht überfordere. Das muss man natürlich jetzt versuchen zu regeln. Ja. Ich würde das mit viel staatlichem Geld regeln, dass man einfach sagt, also okay, wir gucken einkommensabhängig, Leute, die sich nicht leisten können, die kriegen halt dann die Differenz vom Staat bezahlt. Und der Rest, der muss halt mal für den Klimaschutz, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und dann muss man halt mal den sauren Apfel beißen. Und das wäre eigentlich die Sache. Und insofern denke ich mal, werden wir jetzt ein Gesetz sehen, wo Lobbygruppen Einfluss nehmen. Das wird nicht ausreichen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Wir sehen, im Gebäudebereich laufen wir außen raus und da wird eine der nächsten Regierungen wird da sowieso nochmal nachschärfen müssen. Das heißt also, alles, was wir jetzt wegnehmen an Druck, werden wir künftig doppelt drauflegen müssen. Und das muss uns bewusst sein. Und eine Kraft-Wärme-Kopplung mit Erdgas macht es klimaschutztechnisch keinen Sinn und mit Wasserstoff werde ich es mir nie leisten können. Also auch da finde ich es jetzt nicht dramatisch, dass die Kraft-Wärme-Kopplung irgendwann rausfliegt. Also irgendwann in den nächsten 10 Jahren müssen die KWK-Anlagen auf Erdgasbasis verschwinden. Und wenn das so angelegt ist, dann so what, ja. Ja, nee, das sehe ich, also da finde ich es ein bisschen schwieriger, weil, also ich mache mir halt, wir hatten halt sehr lange darüber diskutiert und ich meine, Kraft-Wärme-Kopplung kann in Zukunft ja auch durchaus mit Power-to-Gas geschehen, das wird ja funktionieren. Müsste ich ja möglicherweise sogar machen. Also wenn man jetzt lokal guckt, müsste das ja sogar effizienter sein, als wenn ich jetzt irgendwo ein großes Gaskraftwerk irgendwie anhaue und das damit betreibe halt. Also jetzt in den Zeiten, wo wir es möglicherweise dann noch brauchen werden oder irgendwie, oder wie ist denn da der Plan? Also irgendwas muss ich ja machen. Auch jetzt bei einem großen Mehrfamilienhaus mit einer großen Wärmepumpe, ich mache mir da halt auch Sorgen, dass man da zum Beispiel Probleme kriegen könnte wegen Lautstärke und solchen Geschichten. Also ich meine, das ist, wenn das sehr dicht beieinander ist und so weiter, das kann hier und da schon mal irgendwie krachen. Und da wäre es ja durchaus Wobei da arbeitet die Forschung dran, dass man zum Beispiel Flächenkollektoren einbaut in die Fassade. Also wirklich, dass man also unter dem Putz der Fassade irgendwelche Absorber integriert, die man gar nicht mehr sieht. Oder aufs Dach drauf, dass man also, und da habe ich dann überhaupt kein Geräuschproblem. Also das lässt sich schon auch irgendwie lösen. Da muss man schauen. Aber auch da wieder von der Geräuschsache, ja, ich meine, wir haben ein Klimaproblem, was einfach massiv ist. Also wenn ich jetzt in Norddeutschland bin und mein Haus säuft ab, dann ist das Geräusch der Wärmepumpe am Ende halt auch irgendwo egal. Das müssen die Leute irgendwie einfach nochmal die Dimension der Klimakrise bewusst machen. Und wenn man an der stark befahrenen, also auch beim Autoverkehr ist jeder Lärm irgendwie akzeptiert. Das ist ja irgendwie, das ist eine Straße oder laute Autos oder sowas, überhaupt alles in Ordnung. Und auch Rasenmäher oder so, da irgendwie, das darf alles verkauft werden. Bei einer Wärmepumpe wird jetzt plötzlich, weil es halt neu ist, ne? Also das halt irgendwie laute Autos und Rasenmäher, die gab es halt schon immer. Hat man sich vielleicht auch ein bisschen mal aufgeregt, aber ansonsten gehört das halt dazu und die Wärmepumpe ist jetzt einfach neu, muss man sich halt mit jetzt arrangieren. Aber bei der, nochmal zurück zur Kraft-Wärme-Kopplung, also eine Erdgas-Kraft-Wärme-Kopplung ist Erdgas, da kommt halt CO2 raus. Jetzt kann man sagen, irgendwann kommt der grüne Wasserstoff, aber da würde ich beim Preisschild mal einen Faktor 3 bis 5 dazu machen. Da muss man gucken, ob sich die KWK-Anlage dann auch noch rechnet.
Also, ja, also ich könnte, also ne, ich meine Hybridlösungen halt, das könnte ich mir halt vorstellen, dass man halt plus Wärmepumpe, die man dann halt ein bisschen kleiner irgendwie wählen kann, also das halt klingt für mich jetzt nicht so blöd, weil man dann halt auch lokal ausregeln kann. Das scheint mir jetzt nicht ganz so dumm zu sein. Ne? Also wenn ich jetzt lokal halt zum Beispiel gerade irgendwie einen hohen CO2-Emissionsfaktor habe, könnte ich da halt nochmal entsprechend nachregeln. Das fand ich jetzt nicht so dumm. Naja, aber die KWK-Anlagen sind ja meistens wärmegeführt. Das heißt also, die laufen, wenn die Wärme gebraucht wird und der Strom ist das Abfallprodukt. Das führt ja dazu, dass ich dann, wenn ich in Solar- und Windstrom ertrinke und es kalt ist, dass die KWK-Anlage angeschmissen wird und dass die noch mehr Strom auf den Markt wirft. Also im Prinzip mir für die Energiewende überhaupt nicht hilft. Also die wurde lange Zeit als das Nonplusultra verkauft. Was man künftig machen muss, dass man sogenannte stromgeführte KWK-Anlagen macht, dass die also nur anspringen, wenn wir eine Stromlücke haben. Dann das ist das meine ich ja. Ja, aber dann habe ich natürlich das Problem, also wenn ich viel Windstrom habe und es saukalt ist, dann habe ich bei so einem Haus unter Umständen trotzdem mit der Wärmepumpe nicht ausreichend Heizleistung, wenn ich auf eine Hybridlösung setze. Und dann muss ich die KWK-Anlage anschmeißen und verschärfe eigentlich das Problem der Stromüberschüsse, weil irgendwo muss der Strom halt hin. Also dann muss man mit einem Wärmespeicher, dann wird es auch irre kompliziert. Also im Einzelfall kann man sich überlegen, aber also eine stromgeführte KWK-Anlage, die irgendwann mal mit Wasserstoff läuft, ja. Aber ja, es gibt auch einzelne Hersteller, die sowas für super gedämmte Häuser anbieten. Das ist im Einzelfall, kann das funktionieren. Aber so als Flächenlösung, ich war auch immer schon kritisch, dass man die KWK gefördert hat auf Erdgasbasis und man spart da ein bisschen CO2 an, aber viel zu wenig. Und die Perspektive zur Klimaneutralität ist nicht gegeben. Und deswegen muss man das kritisch sehen. Wenn ich einen Weg habe, wie ich es klimaneutral hinbekomme und nicht zum Problem werde, wenn wir irgendwie unendlich viel Solar- und Windstrom im Netz haben, dann ja. Aber das sind die heutigen Anlagen definitiv nicht. Nee, das ist auch eigentlich mehr auf die Zukunft gerichtet. Also so, wobei auch jetzt man halt sagen muss, also ne, wenn man sich halt mal den CO2-Emissionsfaktor und auch die Residuallasten anschaut, dann ist es schon so, also dass ich momentan, wenn ich meine Ölheizung hier und da mal anschmeiße an gewissen Tagen, eigentlich auch klimamäßig besser fahre, als wenn ich den Strom mit meiner Wärmepumpe nutze, die dann halt eine relativ schlechte Leistungszahl hat. Also es gibt halt tatsächlich Tage im Jahr, wo das momentan der Fall ist. Das wird sich sicherlich ändern. Aber das fand ich halt auch interessant. Ne? Das war jetzt für mich auch nochmal ein neuer Punkt. Ich habe mir tatsächlich diese CO2-Emissionsfaktoren noch nie so genau angeguckt, wie die so schwanken. War halt schon überrascht, wie krass das ist. Ne? Also so Faktor 3 bis 4 ist da ja mal ganz schnell erreicht. Und also da war ich dann auch, dass ich mir dachte, okay, so im Moment mit dieser Hybridlösung, die ich jetzt zum Beispiel fahre, ist es gar nicht so schlecht. Das hatte ich auch mit dem Stefan Holzheimer ausgerechnet und war jetzt vom CO2-Faktor echt nicht so viel drüber. Also es war halt relativ ähnlich. Also vollkommen klar, solange wir die Kohle noch im System haben, dann wird es einfach Zeiten geben, wenn die Kohlekraftwerke bullern, dann haben wir einfach hohe, dann ist auch die Ölheizung dann irgendwie akzeptabel. Nur in 10 Jahren muss das halt beendet sein. Also das heißt, dann muss auch im Strombereich halt die Kohle raus, möglichst auch das Erdgas. Und dann wäre die Wärmepumpe selbst mit einer schlechten Jahresarbeitszahl oder Leistungszahl in dem Moment halt auch klimaneutral unterwegs. Mhm. Und dann ist halt die Ölheizung immer schlecht und auch die KWK-Anlage auf Erdgasbasis. Mhm. Ja, das aber was macht man eigentlich mit dem Ganzen? Also sagen wir mal, haben wir jetzt irgendwann Power to Gas. Was mache ich mit dem Gas? Also irgendwas muss ich ja damit machen. Ich kann es jetzt entweder lokal verheizen oder ich kann es halt zentral machen irgendwie in Kraftwerken oder so. Also was ist der Plan eigentlich damit? Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Naja, also wir müssen ja schauen, dass wir, also Power to Gas brauchen wir dann für die 2 Wochen im Winter, wo wir zu wenig Wind- und Solarstrom haben. Das heißt, und da brauchen wir auch große Mengen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich eher zentrale Kraftwerke hinstellen, die halt 14 Tage im Jahr laufen, möglichst billig sind bei der Herstellung, weil die halt natürlich nicht viele Vollerstunden haben, also sollten gar nicht so teuer sein. Und gleichzeitig haben wir natürlich noch das Problem der Fernwärme. Da läuft ja auch momentan Erdgas und Kohle. Das werde ich jetzt nicht alles mit Wärmepumpen, Großwärmepumpen hinbekommen. Da macht dann eine Kraft-Wärme-Kopplung unter Umständen Sinn, nicht? Dass ich da Heizkraftwerke hinstelle, die in die Fernwärme reinbullern, wenn es halt uns Strom machen. Und das wäre eigentlich so die Lösung, dass man eigentlich versucht halt, wie gesagt, für diese 14 Tage da eine Lösung zu finden. Also ansonsten sollte der Gaseinsatz halt so klein wie möglich bleiben, weil einfach Gas teuer sein wird. Also deswegen geht es wirklich um diese 2, 3 Wochen, wo wir halt ein Versorgungsproblem haben. Und das müssen wir mit Power to Gas überbrücken, aber jetzt nicht irgendwie als Alle-Welt-Lösung für irgendwie schlecht gedämmte Häuser oder sowas. Das werden wir uns auf Dauer, kann man machen, aber das wird halt irgendwie unbezahlbar werden. Ja, ich fand, Harald Lesch hatte da auch ein ganz interessantes Video gebracht, also wo er auch ein bisschen gezeigt hatte, was wir da eigentlich erwarten können, auch an Wasserstoff und ja. E-Fuels und so weiter. Und das ist halt die
die Träume, die da teilweise oder die Sachen, die da propagiert werden, halt einfach unrealistisch sind. Das fand ich eigentlich, hat er relativ schön irgendwie nochmal gezeigt. Ja, hier war noch eine Frage bezüglich Rohstoffe. Das hatten wir ja gerade auch so ein bisschen. Das fand ich aber auch spannend. Also ich lese einfach mal vor. Also er geht ja offiziell davon aus, die Energiewende mit bekannten Mitteln umzusetzen. Wie sieht er die Wahrscheinlichkeit, wenn alle Menschen weltweit unseren Lebensstandard haben werden, die dafür erforderlichen Rohstoffe, also Rohstoffe im weitesten Sinne, inklusive Nahrung, unter Berücksichtigung der dazu stehenden Ressourcen noch in den Griff zu kriegen? Also wie siehst du quasi den errechneten Lebensstandard für uns alle, wenn wir das mal irgendwie vernünftig machen mit den Rohstoffen und mal irgendwie gleichmäßig aufteilen? So verstehe ich das halt, dass wir da irgendwie auf einen ähnlichen Lebensstandard irgendwie weltweit kommen. Ist eine schwierige Frage. Aber auch die ist eigentlich ganz einfach. Also wollten alle unseren Lebensstandard erreichen, brauchen wir zwei Erden. Also Ernährung klappt zum Beispiel überhaupt nicht, ne? Also wir haben jetzt einen Fleischkonsum, der deutlich überhalb des Weltdurchschnitts liegt. Für Fleisch brauche ich halt Fläche, um Tierfutter anzubauen. Will jeder so viel Fleisch essen wie wir in Deutschland, müssen wir alle Wälder platt machen, also irgendwie. Und wenn die Weltbevölkerung noch wächst, dann ja, wo sollen wir das anbauen? Geht nicht. Also das heißt de facto, wenn wir den Lebenskonsum, also allein unsere Ernährungsgewohnheiten auf den Rest der Welt übertragen müssen, heißt das, wir müssen unseren Fleischkonsum vierteln. Also das kann man schon mal ganz klar festmachen. Es gibt auch noch so andere Sachen, Fliegen. Ja, also wir werden irgendwie in den nächsten 20 Jahren nicht klimaneutral fliegen können. Also wäre dann lebensstilmäßig, müssen wir auch darüber reden. Also wie sieht es aus mit dem Flugverkehr? Andere Sachen kann man natürlich schon. Also gerade jetzt bei den Batterietechnologien finde ich es halt spannend mit der Natriumbatterie. Da haben wir eigentlich genug Rohstoffe. Wenn wir die dann klimaneutral herstellen, kann man mit Speichern dann schon relativ viel machen. Also gerade und Solaranlagen, sage ich mal, ist auch eher nur eine Frage der Fläche, wo wir die hinstellen, aber da sind auch die Rohstoffe da. Also es gibt Sachen, wo wir eigentlich technologisch relativ viel machen können, aber es gibt auch viele Bereiche, wo wir technologisch einfach an die Grenzen stoßen und das muss uns bewusst sein. Aber erklär mal den Leuten, dass sie weniger Fleisch essen wollen. Ich habe ja gerade ein YouTube-Video, so ein Reel übers Grillen gemacht, wo ich einfach nur gesagt habe, denk mal drüber nach, ein bisschen weniger Fleisch aufs Grill zu legen. Und dann hat sich der Herr Reichelt gleich geäußert und dann das als Hass und Hetze tituliert. Danach ist natürlich der Tweet durch die Decke gegangen, weil sich da die ganzen Klimaleugner gestürzt haben und dann ihren Lebensstil verteidigt haben. Aber das ist natürlich eine relativ schwierige Diskussion. Aber die müssen wir auch führen. Also wir müssen in einigen Bereichen deutlich an unsere Lebensstile ran. In vielen anderen Bereichen, also wir werden ja nicht alle Häuser abreißen, ne? Also da müssen wir natürlich gucken, wie wir da mit Technik versuchen, die Häuser, die da sind, klimaneutral hinzubekommen. Und ich glaube, das kann man mit der Wärmepumpe, mit erneuerbaren Energien zum Beispiel relativ gut bewerkstelligen. Ja, ich glaube, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Ja, gerne, immer wieder. Total spannend, man lernt immer viel dazu. Und ja, auch gerne nochmal wieder. Alles klar. Na dann, tschüss an alle draußen. Tschüss.